Wie würdet ihr euch denn eure Beerdigung wünschen? Feierlich, viele Leute. Feier auch. Feier auch. Ich war in meinem Leben auf 3 Beerdigungen. Und die waren natürlich traurig, aber auch irgendwie schön, weil alle zusammen Abschied genommen haben. Ich bin heute auf einem Friedhof und gleich auf einer Beerdigung von einer Frau. Da wird niemand kommen. Keine Kolleginnen, keine Freundinnen, keine Nachbarinnen, keine Familie. Das finde ich ganz schön krass. Ich begleite heute Johannes und seinen Vater Georg. Die waren in den letzten 4 Jahren auf rund 150 Beerdigungen. Und auf jeder 10. sind sie die einzigen Gäste. Wie fühlst du dich jetzt, Johannes, vorher? Nicht so. Ich will heute herausfinden, warum sie das machen. Eure Fragen habe ich natürlich auch wieder mit dabei. Willkommen zu Follow Me Reports. Hallo. Hi. Wie geht's euch? Gut. Gut. Etwas frisch. Etwas frisch, ja. Wart ihr schon öfters hier auf diesem Friedhof? Nee, das ist das zweite Mal hier heute, dass wir hier sind. Aber wir sind berlinweit unterwegs und man kennt dann seine Friedhöfe und die Örtlichkeiten. Wie oft seid ihr so auf Beerdigungen? Also dieses Jahr ist das die 51. Beerdigung, wow, die wir begleiten. Wie erfahrt ihr von diesen Beerdigungen? Also wir bekommen aus unserem Pfarrbüro, unserer Gemeinde, eine E-Mail. Da steht drin, wer verstorben ist, wann beerdigt wird und wer beerdigt. Und dann wird Johannes von seiner Arbeit freigestellt. Er arbeitet in der Delfinwerkstatt. Johannes, was genau machst du da in der Werkstatt? Tee. Tee? Zucker. Mhm. Und Bockrom. Ja, was machst du damit? Kleben. Kleben, Etiketten kleben. Genau. Ah, okay. Machst du das gerne? Manchmal. Manchmal. Was machst du beruflich? Also ich brauche nicht mehr arbeiten, bin Pensionär, war früher bei der Polizei. Ich habe in der Familie genug zu tun, wir haben 4 Enkelkinder. Ja, schön, aber dann trotzdem noch Zeit, um spontan auf Beerdigungen zu gehen. Beerdigungen sind schon wichtig für mich, gerade dann, wenn niemand kommt. Also wir haben in etwa jede 10. Bestattung, die wir begleiten, ist überhaupt keiner da. Ich bin schon sehr gespannt, wie das gleich für mich wird. Aber vorher wollte ich Johannes und seinen Vater noch mal näher kennenlernen. Deswegen habe ich sie einmal in der Werkstatt besucht, wo Johannes arbeitet. Geht's los? Was musst du denn hier jetzt machen? Die müssen hier rein. In die Kiste? Ja. Wie lange arbeitest du schon hier? 5 Jahre, oder? 5 Jahre. Machst du auch manchmal andere Sachen oder ist das immer das hier? Oder wechselt das? Das wechselt immer. Was machst du denn gerne als Hobby? Sport. Was für Sport? Passeball, Fußball, Muskeln. Muskeln? Das sind Gewichte, die du dann hebst? Wow. Ich gehe auch zum Sport. 2-mal in der Woche. Und du? Tanzen auch als Sport? Nee. Tanzen kein Sport? Okay. Und du? Badminton. Du bist ein großer Basketball-Fan. Oh, nie. Hast du schon mal selber Basketball gespielt? Wie eine Sau. Ich habe auch Basketball gespielt früher in der Schule. Mhm. Und Alba ist dein Lieblingsteam? Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, zu Beerdigungen zu gehen? Wir haben einen Hausgeistlichen, das ist der Diakon Olaf Tuschewski. Und es ging dann darum, dass er mir mal erzählt hat, dass er des Öfteren alleine auf dem Friedhof ist bei Beerdigungen und dass das für ihn sehr belastend ist. Und dass das ja wohl nicht sein kann, habe ich mir dann gedacht, dass man eben das ändern sollte. Wie ist der Unterschied zwischen Beerdigungen, wo auch Angehörige sind, und Beerdigungen, wo dann gar keine sind? Ja, es ist schon ein gewaltiger Unterschied, wenn man denkt, derjenige, der bestattet wird, wo keiner kommt, hatte der Familie, hatte der Freunde. Wenn Angehörige dabei sind, wie gehen die mit euch um? Es kommt vor, dass auch mal ein 5- oder ein 10-Euro-Schein rübergereicht wird als Dankeschön hinterher. Oder 20. Oder manchmal auch 20, ja. Es reicht aber auch schon ein Lächeln nach der Beerdigung. Jemand aus der Community wollte wissen, ob ihr euch vorher mit der Lebensgeschichte der Leute beschäftigt, die beerdigt werden. Nee, wir selber bekommen davon nichts mit, sondern sind immer selber überrascht auf der Beerdigung, bei der Trauerfeier, wenn aus dem Leben des Verstorbenen etwas erzählt wird. Wir gehen jetzt gleich auch noch auf eine Beerdigung. Wisst ihr über die irgendwas? Nee, ich weiß nur, dass die Frau 96 Jahre alt war. Wir wissen nur den Namen, das Alter und mehr wissen wir über die Verstorbene nicht. Ich stelle mir das auch belastend vor, auf so vielen Beerdigungen zu sein. Darüber wollen wir später noch mal sprechen.
Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal los zur Beerdigung. Ja. Was hast du da jetzt noch mitgebracht? Das ist seine Arbeitskleidung, sage ich jetzt einfach mal. Johannes ist ja auch Ministrant. Mhm. Und was machst du sonntags als Ministrant, Johannes? Mit Papa. Also Wasser und Wein reichen. Mhm. Und Herzen. Und Kerzen tragen. Das macht er ja schon seit 25 Jahren. Johannes nimmt dann das Kreuz und trägt es dann, wenn wir die Urne dann zur Grabstelle bringen. Wie fühlst du dich jetzt, Johannes, vorher? Geht so. Geht so? Wenn du so eine Beerdigung hast, ist das noch was Besonderes? Traurig. Ja? Traurig, sagt er. Was Trauriges? Macht dich das traurig? Ja. Wir sind tatsächlich jetzt hier gar keine Angehörigen. Wir sind die Einzigen. Die Bestatterin ist da, der Pfarrer ist da und jemand, der die Urne gleich trägt. Aber die gehören alle quasi zu dem System hier. Die sind keine Angehörigen. Und ja, deswegen gehen wir jetzt darüber. Und ich halte mich natürlich so ein bisschen im Hintergrund, weil wir hier natürlich auch jemandem die letzte Ehre erweisen. Herr Jesus Christus, du hast uns den Weg zum Vater gezeigt. Erbarme dich. Erbarme dich. Das war schon echt traurig. Also nicht nur, weil ein Mensch gestorben ist, sondern weil da hinten so in der letzten Reihe gegen die Wand einfach ein paar Gebete vorgelesen werden und das war's. Und dann ist die Person für immer beerdigt. Wie geht's euch jetzt nach der Beerdigung? Eigentlich ganz gut. Normalerweise ist es ja inzwischen bei uns Routine, sagt es einfach mal. Hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber es war eine würdige Feier. Normalerweise würde man nach so einer Beerdigung ja irgendwie was essen, was trinken. Leichenschmaus. Leichenschmaus so ein bisschen, ne? Es ist sehr kalt, ich weiß nicht, wollen wir das auch machen? Nee, du, wir können zu uns nach Hause fahren. Wir haben einen schönen Espresso-Automaten und da trinken wir schön Kakao oder einen schönen Kaffee bei uns zu Hause. Wir gehen gleich rein. Ich wollte hier groß noch sein. Dann zeig gerne. Hier gehen wir immer. Oh, das ist aber schön. Gemütlich. Und hier Sandkasten. Oh, lass uns mal reingehen. Es ist kalt. Mir ist auch kalt. Und dann Platz. Wer wohnt denn hier noch mit euch? Niemand. Wir wohnen niemand. Deine Mutter ist niemand, ja. Gibt es denn Beerdigungen, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind? Ja, wenn zum Beispiel Vater und Mutter ihr eigenes Kind zu Grabe tragen müssen, also die vor ihnen gestorben sind, was ja nicht die Regel ist, das nimmt ihn schon mit. Das nimmt ihn schon sehr mit. Und wie ist das für euch? Also die Trauer, wenn man da dabei ist? Also innerlich gehen einem schon Gedanken durch den Kopf, aber man verdrängt das. Man verdrängt das einfach. Besonders traurig ist es natürlich, wenn man jemanden kennt, der verstorben ist, aus dem näheren Umkreis oder aus der Familie. Also Johannes hat bei seiner Oma das Kreuz getragen. Das war also auch für ihn sehr schwer. Das war nicht schön. Wie geht's dir, Johannes, wenn du traurig bist bei so einer Beerdigung? Da bin ich immer... Nee, nicht so gut. Geht's dir nicht gut? Macht ihr dann irgendwas, um das auszugleichen oder abzufedern? Oder? Wir sind gläubige Menschen. Wir wissen, dass nach dem Tod das Leben weitergeht. Und das ist der Trost für uns, unser Glaube. Gibt es eine Beerdigung, die euch besonders positiv in Erinnerung geblieben ist? Pfarrer Schädel. Bei Pfarrer Schädel, das war ein italienischer Promi-Gastronom. Das war mit einem Chor, mit Solisten, mit Orchester. Herr Steinmeier war anwesend, Herr Schäuble war anwesend. Und besonders berührend fand ich, als zum Schluss der Pfarrer die Urne dem Lebenspartner zeigte und der die auch gar nicht loslassen wollte. So tief hat er getrauert. Und dann sind wir unter dem Applaus aus der Kirche herausgezogen und haben dafür Beifall bekommen. Also da hatte ich nachher auch Tränen in den Augen. Das war sehr bewegend. Was gibt euch das denn, da dabei zu sein? Bei uns ist es so, dass einmal im Jahr Gräber gesegnet werden. Und auf der letzten Gräbersegnung auf dem Friedhof ist jemand auf uns zugekommen und hat Johannes nochmal Dankeschön gesagt.
dass er eben bei der Beerdigung seines Angehörigen da war. Und mir kommen als Erinnerung auch gleich die Tränen. Also da gibt immer wieder Zeichen, dass unser Dienst anerkannt und geschätzt wird. Mhm. Hat sich in eurem Leben irgendwas verändert, seitdem ihr regelmäßig auf Beerdigungen geht? Thema Tod beschäftigt sich heutzutage kaum jemand. Man drängt das immer weg. Man denkt, mich wird es schon nicht treffen und bin auch noch fit. Aber man sollte für den Fall der Fälle schon mal sich Gedanken machen darüber, wie man später bestattet werden will. Man sollte zu Lebzeiten Vorsorge treffen. Wie würdet ihr euch denn eure Beerdigung wünschen? Feierlich. Feierlich, viele Leute, bunte Kleidung, keine treuen Lieder, fröhliche Lieder. Auf dem Weg zum Grab vielleicht noch eine Trompete, die spielt. Wird das auch immer öfter gemacht. Also auf keinen Fall traurig. Hast du dir denn mal drüber Gedanken gemacht, Johannes? Mhm. Feier auch. Feier auch? Von dem, was ich jetzt so rausgehört habe, ist das wirklich was Einzigartiges, was ihr macht? Was müsste sich in der Gesellschaft ändern, dass das vielleicht mehr passiert? Der soziale Zusammenhalt, der bricht immer weiter auseinander. Also Berlin ist ja Hauptstadt der Singles, der Alleinlebenden. Ich habe schon das Gefühl, dass euch das mitnimmt. Ja. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, deswegen aufzuhören? Ja, im Gegenteil. Das spornt einen noch mehr an. Gerade dann, wenn du auch Zustimmung erfährst, wenn du Dank erfährst, ist es ermutigend, weiterzumachen. Wenn ihr von so einer Beerdigung kommt wie jetzt, macht ihr dann irgendwas, um da runterzukommen? Ich muss heute noch zum Sport. Du gehst zum Sport? Okay. Lass den Tag schön ausklingen heute. Um Fußball? Ja, mit Fußball heute noch. Und am Freitag haben wir die nächste Beerdigung. Wo mit Pater Thomas. Am Freitag treffe ich mich auch noch mit Marco. Kino. Ist ins Kino? Cool. Und Weihnachtsmarkt. Schön. Danke euch beiden, dass ihr das macht. Ich finde das ganz toll. Und danke, dass ihr uns mitgenommen habt. Ihr könnt öfters kommen. Ja, ihr könnt öfters kommen. Was mich überrascht hat, ist, wie nah es den beiden schon noch geht. Auch nach 150 Beerdigungen. Und das ist auch verständlich. Also bei mir ging das heute auch nahe. Und ich habe für mich realisiert, dass, egal ob man jetzt religiös ist oder nicht, egal ob man diese Rituale für sich selber möchte oder nicht, ich glaube, ganz alleine beerdigt werden, das will keiner. Und deswegen finde ich super schön, dass die beiden das machen. Denkt dran zu abonnieren. Hier drüben gibt es ein weiteres Video von mir. Ich habe Lisa getroffen, die ist ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Was das ist, das lernt ihr im Video. Und hier unten, da haben die Kollegen und Kolleginnen vom Y-Kollektiv Michi getroffen, die bald sterben wird. Und haben sie bei ihrem letzten Festivalbesuch begleitet.